Viertelfinale des Burgenland-Pokals standen sich am 10. Februar der SV Burgwerpen und der BSC 99 Laura auf dem Kunstgrün des SV Zurbau gegenüber. Es ging für beide Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale. Sicherlich ein Problem, dass der Termin so früh ist für uns, ja, weil wir mehr oder weniger aus der Kalten kommen. Laura hat letzte Woche schon ein Funkspiel gehabt gegen 1. FC Weißenfels, ja, haben dort mit 2-0 gewonnen. Für uns ist das heute eigentlich der erste richtige Test, ja. Und ja, also es ist schwierig, muss man wirklich so sagen. Ja, wir sind mitten in der Vorbereitung und sind natürlich klarer Außenseiter heute hier. Und ja, wir schauen mal, was da so auf uns drauf zukommt. Laura spielt eine Klasse höher und ist dort im Mittelfeld der Tabelle unterwegs. Die Vorbereitung haben wir jetzt erstmal recht gut absolviert. Ist sicherlich immer durch die Wetterbedingungen manchmal auch schwierig. Aber im Großen und Ganzen sind wir recht zufrieden. Man hat zwar immer ein, zwei Ausfälle dabei, aber im Großen und Ganzen ist alles okay. Das Ziel für dieses Spiel war dennoch klar. Gut, wenn man jetzt schon bis ins Viertelfinale gekommen ist, dann möchte man natürlich auch eine Runde weiter. Waren ja vor uns ja auch nah dran, den Pokal mal zu gewinnen. Und das wäre natürlich schon auch Zielsetzung, dass wir das mal schaffen. Dabei hatte der SV Burgwerpen allerdings ein Wörtchen mitzureden. Wir sind klare Außenseiter, muss man so sagen. Wir hoffen natürlich auf eine kleine Überraschung. Ja. Wir werden alles reinhauen und was am Ende dabei rumkommt. Wir wollen uns, wie gesagt, so teuer wie möglich verkaufen. Das ist, denke ich mal, der Ansporn, den wir da haben. Und dem sie gerecht wurden, im gesamten Spiel fielen 6 Tore, 2 für Laura, 4 für Burgwerpen. Am 24. Februar trifft der SV Keutschen auf den SV Spora. Dann steht fest, welche Mannschaften sich im Halbfinale gegenüberstehen.